Hallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham City. Wir müssen jetzt erstmal zu Freeze zurück, damit er uns ein Heilmittel herstellen kann. Für die Bevölkerung und natürlich auch für uns, wir sind ja auch infiziert mittlerweile. Und kurz vorm Abnibbeln könnte man schon fast ganz krass sagen. Was machst du, Bat? Ich dachte, wir wären Freunde und würden zusammenarbeiten und so. Wie ich hier so liege und mich an die Reste meiner Lebenskraft klammere, werde ich das Gefühl nicht los, dass du mich hintergangen hast und jetzt dem wandelnden Kühlschrank hilfst. Nicht nur du kannst dieses Spielchen spielen. Versuch mal zu diesem verräterischen Schneemann ins GCPD zu kommen, ohne dass dir meine Jungs den spitzen Schädel wegballern. Na los, wette, du traust dich nicht. Alles klar. Kurze Ansage vom Joker. Der macht sich natürlich auch Sorgen, weil der ja auch infiziert ist, ne? Aber ich denke mal, dass wir da jetzt ganz gemütlich hinflattern. Da hinten wird uns schon angezeigt, wo wir überhaupt hin müssen. Während wir hier noch geballert werden, alles klar. Oh, hier ist ja noch so ein Typi. Das finde ich ganz cool, dass du im Endeffekt genau siehst, wo du hin musst. Wegen diesem Symbol halt. Das ist Freeze. Er macht irgendwas. Hast du einen Plan B? Wie kommen wir jetzt da rein? Gar nicht. Das werde ich Harley sagen. Was? Bist du taub? Quinn ist auf dem Weg hierher. Sie klang richtig sauer. Ich glaube, Joker geht es schlechter. Weißt du was? Wir hauen die jetzt einfach um, Alter. Und dann ist Feierabend. Oh Gott. Oder die hauen uns um. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Schilder nochmal bekämpft hat. Okay, ja, so, und dann den Doppelten, alles klar. Dann hauen wir ihn um. Und dann nochmal so, den Doppelten, bam. Zack, zack, oh shit. Oh Gott, oh. Mann, das gibt's doch nicht. Erstmal wieder reinkämpfen hier in die Nummer. Zack, oh ey, den habe ich aber gekontert, Digga. Den, oh Gott, nein. Na gut. Fürs Erste sind wir, denke ich mal, gleich wieder drauf gegangen. Mann, das gibt's doch nicht. Ich muss mich hier erstmal wieder richtig krass reinkämpfen. Oh Gott, nein. Geh weg mit deinem Schild. Die Schilder sind echt krass nervig. Zack. Und den haben wir auch ausgekontert. Und bam. Kein Problem. Oh Gott. Ah. Da kriegst du eine gelangt und gehst in die Asche. Also zum Schluss hat man natürlich gesehen, ich war wieder so ein bisschen besser dabei. Anfangs habe ich mich da wohl etwas überschätzt. Allerdings war es auch ein bisschen blöd, dass sie auf einmal die Schilder wieder alle aufgehoben haben. Das war echt ein bisschen nervig. Aber naja, so beginnen wir halt immer, ne? Erstmal auf die Fresse kriegen und dann hinten raus das Ganze wieder aufholen. Auch mies, dass sie uns da nicht einfach so reinlassen. Aber wenn sie meinen. Woran hängt's? Keine Ahnung, es friert immer wieder ein. Dann probieren wir das Ganze einfach nochmal. Hast du einen Plan B? Los. Ah, Mann. Das ist ja immer der mit dem Schild, ey. Das vergesse ich immer wieder. Komm her. Aua. Komm hoch. Bam. Und zack. Nächsten. Au, den habe ich über gekontert, Digga. Okay. Der war richtig nice. Der war richtig nice, ey. Aua, nee, ey, Mann. Das war mies. Da wollte ich nämlich gerade den mit dem Schild bekämpfen. Das hat nur bedingt funktioniert. Mann, wenn man den kontert, ne, dann greifen sie wieder nicht an. Zack. Zack. Ah, Mist. Das war nur halb so gut. Aua, ey. Irgendwie wird Batman so langsam. Aha, er hat seinen eigenen Becken. Bums. Wir legen dich um, Fledermaus. Komm her. Nicht zu dem, den anderen. Oh, die mit den Schilden nerven total. Richtig, oh Gott, wir kriegen hin. Ich muss hier nochmal kurz abhauen. Mann, das gibt's doch nicht, ey. Das ist doch nicht zu fassen, Alter. Bam. Aua. Oh, 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 oh. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Das gibt's doch einfach nicht. Mann, ist das mies. Oh Gott, die sind wieder da. Nein.
Scheiße. Oh nee, ey, was ist denn das für eine Scheiße? Der war richtig mies, ey. Da habe ich gedacht, ich könnte kurz verschnaufen, auf einmal drehe ich meinen Bildschirm und dann steht der Typ direkt neben mir und haut mir voll auf die Fresse. Mann, das Problem ist ganz klar, die Typen mit den Schilden, ne, die wehren dich einmal ab und das zieht so mega viel Energie ab. Anders kann ich mir jetzt hier gerade nicht vorstellen, wie ich so viel Energie verliere. Sie wehren dich da zwei, dreimal ab und auf einmal hast du nur noch einen Balken oder so, das ist richtig krass nervig. Wie sind die so schnell hier hochgekommen, Mann? Ich meine, okay, die können hier hochlaufen, ja, aber irgendwie, als wenn die damit gerechnet nicht hätten. So, ich werde jetzt erstmal den Typen hier richtig krass ausschalten. Los. So, komm her jetzt hier. Oh Gott, aua. Mann, ey, das gibt's nicht. Jedes Mal, wenn du hier irgendwie was gerissen kriegen willst, boxt dich irgend so ein anderer Penner. Wir müssen das wieder so ganz locker machen, wie beim letzten Mal auch. Oh Gott, nein. Und dann, da kann's behalten. Ey. Oh, das gibt's nicht, ey. Komm her, zack. Bam, kannst behalten. Dann hauen wir ihn ein bisschen beiseite hier. Und bam. Ah, dieser Finisher-Move, ne? Der dauert immer zu lange. Zack. Entwaffnet. Aua. Und nein, du sollst nicht den anderen angreifen, Mann. Okay, aua. Oh nein, 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 nein. Komm, werf her, werf her, werf her, werf her. Bam. Der war nice. Okay, zack. Auch nochmal ausgekontert hier, das Ganze. Und den nächsten machen auch nochmal alle. Oh Mann. Der Typ mit seinem Schild, ey. Zack. Aua. Beiseite mit dir. Hier hin. Oh, tschüss. Oh nein, aua. Mann, wir sind so kurz davor, das Ding hier zu reißen. So kurz, ey. Mann, jetzt komm. Jetzt müssen wir den noch platt machen. Das ist doch der letzte Typ hier, komm. Oh, tschüss. Mann, geht doch. Aua. Jetzt tut meine Hand weh. Beeindruckend, Batman. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Ich halte meine Versprechen, Victor. Das solltest du mittlerweile wissen. Der Verbindungsprozess war anscheinend erfolgreich. Wie fühlst du dich? Du siehst schlecht aus. Gib es mir. Ich fürchte, das geht leider nicht, Batman. Du kommandierst mich nicht mehr. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen. Ich denke schon. Der Clown hat meine Frau. Du wirst sie mir zurückbringen. Ich glaube nicht, dass du das tun willst, Freeze. Doch, ich glaube, ich will. Entweder du bringst mir Nora, oder du stirbst.
Du bist jetzt in meinem Reich. Oracle Freeze greift mich an. Ich brauche sofort das Telemetriesignal von seinem Anzug. Kein Problem. Bruce, denk an das, was beim letzten Mal geschah. Lass uns nicht auf einen direkten Schlagabtausch ankommen. Er ist zu mächtig. Okay, Daten liegen vor. Leite sie weiter. Okay, Freeze legt sich also mit uns an. Oh Gott, ich muss hier irgendwie... Aua. Oh ey, lass mich durch hier. Aua, aua, aua. Das geht hier, glaube ich, schon wieder nach hinten los, denke ich mal. So, warte mal, erstmal die Nummer hier. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Okay, der versteht keinen Spaß. Vielleicht sollte ich mal hier so eine Nummer machen. Und er kommt denn da lang? Okay, bringt mir das was, wenn ich jetzt... Ja, das bringt doch. Nee, bringt nichts. Aua, 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 ist ja gut. So, komm mal her jetzt hier. Geh mal da lang, mal gucken, ob das was bringt, wenn du hier so... Okay, das stört ihn jetzt nicht weiter. Verdammt, wie machen wir das denn jetzt am besten? Erstmal abwerfen. Okay. Ja. Aua. Mann, das gibt's nicht, ey. Auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Ich muss auf jeden Fall in der Sicht bleiben, damit ich ihn auch besser sehen kann. Sonst ist es ganz, ganz blöde. Aber wenn er jetzt hier lang geht, dann kann ich vielleicht hier lang gehen. Na komm, du musst schon weiterlaufen. Oder? Vielleicht so? Okay, das hat ihn wohl eher weniger interessiert. Naja gut, das hier macht ein bisschen Schaden, aber... Au. Oh Gott, wir sind schon wieder so runter von der Energie her. Kriegst du mich nicht nochmal? Wo? Und... Okay. Ja, ja, komm, komm, komm. Das hat was gebracht, glaube ich. Bam. Können wir da eigentlich nochmal, oder? Nein, können wir nicht. Weg da. So ein bisschen Taktik funktioniert hier auf jeden Fall. So viel zu deiner Luftüberlegenheit, Batman. Aua. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, wenn er hier alles zu früh ist. Freeze hat irgendwas mit der Luft gemacht. Ich kann nicht gleiten. Komm, wir schleichen uns einfach mehr sneaky von hinten an die Tür ran. Au. Oh, scheiße. Mann, ey, diese Energie, das ist einfach zu wenig. Mal wieder hier hoch. Ah, verdammt. Dann... Ach, Mann, ey, weißt du überhaupt, wo du lang gehen willst? Komm her. Ey, Versteckspiel mit Mr. Freeze. Das wollte ich auf jeden Fall schon mal machen. Aua. Freeze ist zu blöd, um zweimal auf den gleichen Angriff hereinzufallen. Ja, ja, ist ja gut. Wie machen wir das denn? Ah, da, 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 da. Okay. Okay, da habe ich ein bisschen zu lange gebraucht, um da die das Explosionsgel hinzusetzen. Das werden wir einfach nochmal probieren. Der kalte Tod, Batman.
Jetzt habe ich ja immerhin so einen kleinen Plan, wie ich da vorgehen werde. Aber das scheint hier heute echt nicht mein Part zu sein. Er ist die Typis, die mich da draußen die ganze Zeit nerven. Ja, jetzt müsste Freeze, der eigentlich auf den Sack geht. Aua, dankeschön. Kein Problem. Bruce, denk an das, was beim letzten Mal geschah. Lass es nicht auf einen direkten Schlagabtausch ankommen. Er ist zu mächtig. Okay, Daten liegen vor. Leite sie weiter. So, wie geht's jetzt runter? Werde ich mir jetzt ganz sneaky von hinten anschleichen und dich eiskalt ausschalten und nebenbei in der Treppe verschwinden. So, komm her. Bam. Okay, jetzt müssen wir weg. Ganz locker lässig verschwinden. Damit kriegst du mich nicht nochmal. So, du gehst da lang, ich gehe hier lang. Okay. Wenn er das Ding aktiviert hätte, komme ich dann natürlich nicht ran, ne? Das ist klar. Okay, die Dinger sind gefährlich, oder? Au. Das ist ja mal richtig mies. Ich verzieh mich jetzt hier als Kämmer. Freeze darf mich auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Ja, ja, ist richtig, ist richtig. Deshalb wählen wir uns jetzt hier mal. Nein, das wollte ich nicht. Verdammt, so ein Mist. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Vielleicht sieht er mich ja nicht. Dass meine Frau fort ist, wird der Clown büßen. Aber er geht hier auch nicht lang oder so. Dass man da vielleicht so ein bisschen sneaky ran könnte. Okay, er hat mich. Alles klar. Offener Schlagabtausch. Ja, okay, das war jetzt mies. Sorry, aber das war richtig krass mies. Ja, ja, das war mir jetzt auch schon bewusst, sag ich mal, dass ich so eine Aktion abziehen muss gegen ihn. Damit habe ich schon gerechnet. Das habe ich mir schon gedacht. Dieser Raum wird dein Grab sein. Allerdings müssen wir da jetzt auch mal ein bisschen taktisch rangehen. Wo ist er denn jetzt? Genau über uns, ja, das ist ja toll. Okay. Muss sich auch schon ein bisschen bewegen, sonst wird er hier gar nicht. Okay. Das hat ja überhaupt nichts gebracht. Da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Komm mal her. Wieso macht er das nicht? Komm her. Bam. Ja, Mann. Zack. Im nächsten einfach mal beiseite gehen hier. Ein bisschen was hier hin setzen und weiterlaufen. Komm her. Los, 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 los. Geh hier mal lang. Okay, das interessiert ihn gar nicht. Ich sehe deine Fußspur. Verstecken. Ausschalten. Yeah. Ja, Mann.
Also ein bisschen funktioniert das ja. Aber eben auch nur ein bisschen. Es wäre jetzt vielleicht nochmal ganz geil, wenn er hier langlatschen würde, dass ich da auch nochmal die Chance hätte, ihn wegzusprengen. Ja, komm, komm, komm. Okay, das hat auch funktioniert. Also eigentlich geht's im Prinzip ganz einfach. Eigentlich. So, das wäre vielleicht nochmal cool, wenn du jetzt auch noch hier lang gehen würdest. Oh Gott, nein. Okay. Hat auch funktioniert. Das ist ja Premium. Auf einmal ganz plötzlich funktioniert hier einfach alles. Und wie immer Olli auf die Fresse, ne? Das hat... Oh Gott. Es ist aus. Mehr konnte ich davon nicht herstellen. Harley Quinn hat es gestohlen. Worauf wartest du dann noch? Geh und hol es zurück. Der Clown muss für das, was er getan hat, bezahlen. So einfach ist es nicht. Joker hat das Stahlwerk abriegeln lassen. Hineinzukommen wird nicht einfach sein. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe an einem neuen Projektiltyp gearbeitet. Vielleicht verschaffen sie dir ja den nötigen Vorteil. Ich verspreche es dir, Victor. Ich werde Nora finden. Hauptsache, wir bekämpfen uns hier die ganze Zeit und jetzt werden wir hier noch geklaut, ey. Vor allen Dingen ist jetzt hier auch alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Naja. Also, so wie es aussieht, wie wir aussehen, total kaputt der Anzug, weißt, bisschen angefackelt, ein bisschen aufgespießt, ein bisschen aufgerissen, alles einfach zermatcht. Jedenfalls, ja, müssen wir jetzt anscheinend in der nächsten Folge zum Joker und zu Harley Quinn und uns das Gegenmittel natürlich wieder zurückholen. Es war ja für ein Hintern, was wir hier gerissen haben, ne? Eigentlich war das hier alles jetzt ein bisschen Zeitverschwendung. Aber okay. Ein bisschen auf die Fresse gekriegt haben wir auch. Dementsprechend sehen wir halt auch aus, ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir uns zum Joker aufmachen. Bis dann. Hoffe ich, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann sage ich einfach mal, ciao!